Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Heute geht es ins Frühmittelalter, genauer gesagt in die Zeit der Karolinger. Wie ihr schon seht, sind die Modelle fränkische Panzerreiter. Die sind von Gripping Beast und die sind auch der einzige größere Hersteller, der welche im Programm hat. Falls es noch andere gibt, könnt ihr es mir ja in die Kommentare schreiben, denn ich mag diese Modelle gerade mit diesen geschwungenen Helmen sehr. Fränkische Panzerreiter habe ich zum ersten Mal im Testlaufbuch »So lebten sie zur Zeit der Völkerwanderung« gesehen. Und mit ihren Morion-artigen Helmen sahen sie damals für mich aus wie meine alten Playmobil-Ritter. Von daher könnt ihr euch denken, wie lange das her ist. Die fränkischen Panzerreiter waren die Vorgänger der mittelalterlichen Ritter und ihr massiver Einsatz war ein wesentlicher Bestandteil beim Aufbau des fränkischen Imperiums und damit auch des späteren mittelalterlichen Europas. Während der Völkerwanderung hatten die Germanen bei ihren Eroberungen in erster Linie auf Fußtruppen gesetzt, wobei jeder Freie die Pflicht hatte zum Kriegsdienst. Erst als sie im weströmischen Reich sesshaft wurden, entstanden bei den Ostgoten und Franken Reitertruppen. Diese Spezialisten erhöhten die Schlagkraft, besonders gegenüber den Steppennomaden, die ebenfalls nach Westen drängen. Großen Einfluss auf die Entwicklung nahmen die Kataphrakte, die Rom nach dem Vorbild der Parther, Sarmaten und Perser aufstellte. Kataphrakt bedeutet in Eisen gekleideter, was sich darauf bezieht, dass Reiter und Pferd gepanzert waren. Im Frühmittelalter setzten dann auch die Franken Panzerreiter ein und schoben so vom 7. bis zum 8. Jahrhundert die Grenzen ihres Reiches bis nach Nordspanien. In der Schlacht von Tours und Poitiers, in der die Franken und Sachsen die islamische Expansion nördlich der Pyrenäen aufhielten, trugen zwar noch die Infanteristen die Hauptlast des Kampfes, allerdings begann Karl Martell, der Großvater Karls des Großen, im Anschluss an die Schlacht mit dem Ausbau der Reitertruppen. Der genaue Grund für diese Entscheidung ist nicht bekannt. Es könnte aber die Leistung der arabischen Reiterei gewesen sein oder die Ausbreitung des Steigbügels, durch den die Reiter eben fester im Sattel saßen. Vor allem die Haltung der Lanze in der Armbeuge beim Angriff wäre ohne Steigbügel nicht besonders effektiv. Vor dem Aufbau der Reitertruppe war jeder Freigeborene zum Kriegsdienst verpflichtet. Das war er hinterher zwar auch, aber durch die gestiegenen materiellen Anforderungen begann auch eine soziale Trennung zwischen Reitern und Fußtruppen. Nur wer neun sogenannte Hofstellen besaß, war voll wehrpflichtig. Ärmere Freie mussten sich zu mehreren zusammenschließen und einen der ihren als Krieger entsenden und dessen Kriegsdienst finanzieren. Neben der Ausrüstung und Bewaffnung gehörte dazu auch die Verpflegung des Kriegers. Für einen Panzerreiter war der Aufwand noch höher. Hier wurden eine Rüstung und ein Pferd gebraucht und auch Knechte, die als Begleiter notwendig waren. Entsprechend waren nur Reiche aus eigenem Besitz heraus, dem sogenannten Allot, oder vom Hochadel oder König Belehnte dazu in der Lage. Nach der Heeresreform Karls des Großen wurden auch nur noch diejenigen Wehrpflichtigen als Panzerreiter eingezogen, die einen entsprechenden Besitz oder ein Lehen vorweisen konnten. Der Heerbann betraf immer noch alle und war in 7 Klassen sogenannte Heerschilde unterteilt, die unterschiedliche Pflichten und Rechte hatten. Die Feldzüge, die der Heerbann bestritt, hießen Heerfahrten. Wenn auch die anderen Vasallen beteiligt wurden, war es die Heeresfolge. Besonders die Aussicht auf Beute war für viele Teilnehmer verlockend. Die Ausrüstung war teuer und auch Zeit war nötig, um ständig mit den Waffen zu üben. Folglich waren nur Krieger mit genügend bewirtschaftetem Landbesitz dazu in der Lage. Damit stieg die Bedeutung der Adligen und auch die der freien Vasallen im Kriegswesen weiter an, während die der freien Bauern immer geringer wurde. Im 9. Jahrhundert verschärfte sich dann die Spaltung der fränkischen Gesellschaft in Grundherren und Krieger auf einer Seite und unfreie und abhängige Bauern auf der anderen. Man darf sich aber nicht vorstellen, dass plötzlich alle Krieger Briten in die Schlacht gezogen sind. Die Masse des Heeres bildeten weiter die Fußtruppen. Das sich dadurch bildende Lehnswesen war die Grundlage und führte dann zur Ausbildung des Feudalismus, der die weitere Entwicklung der Panzerreiterei förderte. Auch die Sachsen unter Heinrich I. übernahmen diese Art der Kriegsführung und besiegten so in der Schlacht bei Riade 933 die Magyaren, das sind die Ungarn. Das herausragendste Merkmal der Panzerreiter war natürlich ihre Rüstung, Schuppenpanzer oder Kettenhemd. Darunter trug der Krieger ein gepolstertes Wams, dazu kamen ein Spangen- oder Kammhelm, Beinschienen, Schild, Lanze und die Sparta, das fränkische Langschwert. Die Lanze wurde nicht wie später unter den Arm geklemmt, sondern über dem Kopf oder am langen Arm geführt. Das heißt, sie wurde ähnlich wie ein Speer geworfen oder einfach am lang ausgestreckten Arm auf den Feind gerichtet. Die wichtigste Neuerung war, wie schon einmal gesagt, der Steigbügel, der ca. um 600 mit den Awaren nach Europa kam. Der Reiter war dadurch in der Lage, freihändig fest im Sattel zu sitzen und so auch Schwert, Lanze und Schild einsetzen zu können. Die fränkischen Panzerreiter verbreiteten schon durch ihr Erscheinungsbild großen Schrecken unter ihren Gegnern.
erinnern. So wird das Eintreffen der Armee Karls des Großen vor Pavia folgendermaßen geschildert. König Desiderius nebst der zu ihm geflohene fränkische Dux Autkar beobachteten von einem hohen Turme aus die Ankunft des riesigen fränkischen Heeres. Sie sahen den Tross, das Aufgebot der Völker, die Palastgarde, Bischöfe und Äbte. Schließlich erschien der eiserne Karl selbst mit Panzer, Beinschienen, Lanze und Schwert. Das Eisen füllte die ganze Ebene aus und warf den Glanz der Sonne zurück. Überall sah man Eisen, und wegen dieses Eisens erzitterten die Mauern und der Mut der Jungen, selbst der Rat der Alten verging vor all diesem Eisen. Diese Überlieferung des Notgar Balbulus ist vermutlich übertrieben, dürfte aber recht gut die Erscheinung des Heerbands als große und zum Teil sehr schwer gerüstete Armee beschreiben. Neben der Ausrüstung mit Rüstung und Waffen waren natürlich die Pferde ein wichtiger Bestandteil, schließlich hätte es ohne die keine Reiter gegeben. Die eingesetzten Pferde waren wahrscheinlich denen der Anglo-Normannen ähnlich, wie man sie auf dem Teppich von Bayeux sehen kann. Da Pferde in der Kriegsführung damals eine wichtige Rolle spielten, wurde natürlich großes Augenmerk auf die Zucht gelegt. Folglich wurden Pferde aus dem arabisch-nordafrikanischen Raum in die Züchtungen eingekreuzt. Syrische und spanische Pferde waren ebenfalls weit verbreitet, wenn auch kleiner als andere Rassen. Im Ostfränkischen Reich wurden schon die dortigen Kaltblüter verwendet, aber laut den Chronisten wären die nur zu langsamen Gangarten und damit eher für den Ackerbau als für den Krieg geeignet. Die Frage, die sich natürlich als nächstes stellt, ist, wie hat man die Armee aufgestellt und vor allem auch unterhalten? Im Frühjahr versammelte sich das fränkische Aufgebot zur Heerschau, dem sogenannten Märzfeld. Dieser Termin wurde von König Pippin 755 aber in den Mai verlegt. Der Grund war ziemlich einfach. Die Entwicklung zum Reiterheer machte es erforderlich, dass Futter für die Pferde vor Ort war. Das gab's im März aber noch nicht, allerdings im Mai. Bevor der Reiter allerdings in den Krieg ziehen konnte, war eine Ausbildung im Reiten und im Umgang mit den Waffen nötig. Anschließend war weiteres tägliches Training notwendig, um nicht aus der Übung zu kommen. Den Vorteilen im Kampf stand ein für die Verhältnisse immenser Kostenaufwand gegenüber. Jetzt kommen wir nämlich zum Unterhalt. Die komplette Ausstattung bestand aus Helm, Rüstung, Schwert, Schild, Lanze und Pferd und wird mit 50 Solidi angegeben. Das waren römisch-byzantinische Goldmünzen. Allein das Pferd nahm davon den Betrag von 12 Solidi ein oder wurde mit 12 Kühen aufgerechnet. Die Rüstung, das Kettenhemd oder der Schuppenpanzer kosteten so viel wie 4 Zugochsen oder 6 Kühe. Zum Vergleich, auf einem durchschnittlichen Königshof wurden 45 Kühe gehalten. Das sind nur zwei Kostenstellen von vielen. Was jetzt noch nicht eingerechnet sind eine Handwaffe wie Schwert oder Axt, Schild, Knecht, Reisepferd und so weiter. Diese Liste ließe sich noch beliebig erweitern, was den Aufwand deutlich macht. Die 45 Kühe eines Königshofs hätte man wahrscheinlich für die Ausstattung eines Reiters aufgebraucht. Und 45 Kühe stellten für die damalige Zeit schon ein sehr großes Vermögen dar. Jeder fränkische Krieger war persönlich für seine Ausrüstung verantwortlich, deswegen war es auch nur den Reichen und Adligen möglich, als Panzerreiter zu dienen. Ein einfacher Bauer wäre niemals in der Lage gewesen, auch nur die Kosten für ein Pferd zu stellen. War der Reiter dann auf dem Feldzug, kamen weitere Kosten hinzu. Er brauchte ein Reisepferd, einen Ochsenkarren für die Ausrüstung und natürlich seine Waffen. Bis ins 8. Jahrhundert waren auch vermögende Händler oder Grundherren zum Kriegsdienst verpflichtet, konnten sich aber davon freikaufen. Allerdings waren auch sie für ihre Ausrüstung selber verantwortlich. Eine Dienstpflicht bestand nur für den Adel, der mit einer Strafe rechnen musste, wenn er nicht der Heerfolge Folge leistete. Wenn er diese nicht fristgerecht zahlen konnte, musste er sein Landgut verpfänden. Aufgrund dieser Kosten veranlasste Karl der Große zu Beginn des 9. Jahrhunderts die bereits erwähnte Heeresreform. Er ordnete an, noch mehr gepanzerte Reiter als bisher aufzustellen. Jeder Freie mit 4 oder mehr Hufen musste jetzt am Kriegszug teilnehmen. Bauern, die weniger als 4 Hufen besaßen, mussten sich, wie auch schon gesagt, zusammenschließen und einen von ihnen auswählen und ausrüsten. Er nahm als ungepanzerter Reiter am Krieg teil. Während er fort war, waren die zu Hause gebliebenen Bauern dazu verpflichtet, sich um die Bewirtschaftung seiner Felder zu kümmern. Für den vom Kriegsdienst betroffenen Bauern stellte das dahingehend eine Verbesserung dar, weil er sich ja nicht um seine Felder kümmern konnte. Das hätte zu sinkenden Erträgen geführt und auch dazu, dass seine Familie unter Umständen hätte hungern müssen. Freie Bauern waren zwar nur dem König untertan, begaben sich aber trotzdem aus den oben genannten Gründen immer mehr unter den Schutz eines Grundherrn. Durch diese Heeresreform kam es zur Feudalisierung des fränkischen Heerwesens. Krieg und Kampf wurden immer mehr ausschließlich eine Sache der berittenen Krieger. Schließlich bekamen fränkische Reiterkrieger Landgüter verliehen, deren Überschüsse ihnen auch im Frieden ein angemessenes Leben ermöglichen sollten. Im Gegensatz zu früheren Zeiten ging dieser Besitz aber nicht an den Stamm über, sondern war Grundlage einer festen Bindung zwischen dem Ritter und dem Landesherrn. Es dauerte aber nur wenige Generationen, bis aus diesen Vertragsverhältnissen dauerhafte Besitztitel abgeleitet wurden, die die feudale Welt Europas über Jahrhunderte weiter prägen sollen. So viel also zu den fränkischen Panzerreitern. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr meinen Kanal unterstützen wollt, dann teilt das Video, lasst mir einen Like oder Kommentar da oder läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.